Ja, moin moin zusammen, hallo, hier ist der Henrik von den Twitch-Piraten und ja, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe mir in der Nacht nochmal hingelegt, oder was heißt am Abend nochmal hingelegt und bin jetzt irgendwie mitten in der Nacht wach und weiß gerade nicht, was ich tun sollte. Ich dachte mir, ich fahre nochmal ein paar Runden auf Omsee, ein paar Nachtlinien und da ich nicht genau weiß, ob das jetzt eine Stunde wird, zwei, drei, vier, fünf oder sechs und ob ich nicht irgendwann mittendrin mal ganz dringend weg muss, dachte ich mir, nimmst das Ganze mal auf und lädst es nachher auf YouTube hoch. Das heißt, ich gehe jetzt einfach in den Recording-Screen. Der sieht in etwa so aus und genau, dann fangen wir einfach an hier. Ne? Diese Schicht würde ich gerne nehmen. Schwarzbach-Ostschanze. Ich rechne nicht damit, dass da sonderlich viel los sein wird. Was wir gerade eben genommen hier? Von der SLZ, genau. Von den Stadtwerken Laurenzbach. Es wird auch ein Stream werden, oder Recording werden, wo ich sehr, sehr wenig sprechen werde. Weil, ja. Müde, 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 müde und so weiter, ne? Mein Bild ist hier auch nicht gerade sonderlich prickelnd. Aber es werden auf jeden Fall ein paar sehr interessante Nachtlinien. Da steht der Bus der SLZ. Wie gewohnt auf Schäden prüfen. Sagen, mit diesem Bus möchte ich gerne fahren. 51 Personen ist halt relativ wenig, aber ja, was willst du denn machen, ne? Da werden wohl nicht so viele mitfahren. Soll angeblich drei neue Nachrichten im Discord haben. Das wäre mir jetzt erstmal neu. Ja, ich habe da keine Nachrichten im Discord. So, das Wichtigste wäre eingestellt. Haben wir hier Regen? Sieht erstmal nicht nach Regen aus, oder? Keine Ahnung. Dann brauche ich den Nachtexpress 2.
Von Schwarzbach nach Ostschanze war das. Erscheinen die Umlauf 02. Setzen wir uns mal richtig hin. Und das blöde Menü da unten aus. Oh, doch, das Shift. Das Shift, das Shift. Und fahren ab, würde ich sagen. Wollen Sie mitfahren, junge Frau? Nicht? Na gut, ich werde Sie nicht zwingen. Am Flöten. Sie erreichen von hier die Airbus Erlebniswelt. Hallo. Oh, vielleicht sollen die Heizung anschalten, das ist eine Sache, oder? Na komm, gib halt mir schon Kamera-View. Mehr extra Klimaautomatik eingebaut. Dann sollte ich die auch gefälligst hernehmen, denke ich.
Angst aus, okay. Laufen vor, wenn es dir nicht gefällt. Hallo. Willst du aussteigen, Frau?
Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Das kam unerwartet. Danke. Hamburg. Einmal Kurzstrecke bitte. Danke. Hätte die Kasse gar nicht drin gehabt. Na, so geht's ja. Guten Tag. Hallo. Hallo. Keiner mehr? Okay. Das ist so unsichtbar hier, ne? D-Mark-Kasse? Ne, das ist eine Euro-Kasse. Den könnte es funktionieren. Dann schauen wir mal. Ab sofort wird händisch kassiert.
ist immer schon langsam später. Jetzt langsam sollte die Ampel mal grün werden, das wäre super. Von minus 2 auf plus 0,4. Mir ist wurscht, ich habe Rechtsabbieger frei und damit fahre ich jetzt einfach. Punkt. Wahrscheinlich ist die Busampel irgendwie kaputt gerade. Guten Tag. Vergessen, sorry Jungs. Das ist die Station, die ich immer übersehe. Zum Zurückfahren ist es weder Zeit noch irgendwie. Ja. Nee, hier brauche ich nicht anhalten. Das ist keine Station für mich. Oh Moment, ich hab gelb. Ah, ich bin wirklich nicht gut drauf heute, ne? Scheint mir zumindest so. Ah, die laufen zur Station, das wird wohl mein Haltepunkt sein. Hallo. Guten Tag. Bin echt nicht gut drauf heute. Schönen guten Tag. Auch die Gelbphase nehme ich noch mit. Die Gelbphase da vorne wohl eher nicht. Hallo. Ja, moin. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Ah, das ist so der 280. 280, 3. Danke. 5. Ja.
Hallo. Ja, moin. Hallo. Guten Tag. Einen normalen Fahrschein, bitte. 280, 280, 3, 5. Danke. Gerne. Hallo. Und man könnte dann nicht einfach das Kneeling einschalten. Wäre in die Richtung, glaube ich, oder? Jo, ist. Schönen guten Tag. Ich hätte gern eine Tageskarte. Eine Tageskarte wird, glaube ich, mal hier, genau, 7. Passt genau, wunderbar. Was ist denn hier? Ah ne, ist es Buß auf Gegenspur, okay.
Sorry. Das war auch schon mal lauter. Scheiße. Dann steigt halt aus, Leute, und dreht nicht so lange rum. Hallo, hallo. Macht's halt nicht so ein Wind, Leute. Ups, Moment, wo fährt denn hier lang? Ah, das, die Straße ging auch lang. Okay, dann fahren wir da lang natürlich. Besser ist das. Viel besser ist das. Ja, ich bin diese Strecke auch bisher nur ein einziges Mal vorher gefahren, daher bitte ich das zu entschuldigen. Aber es ging ja auch von der Zeit her gut, also es ist nicht so wild. Hallo, einen normalen Fahrschein bitte. 80, 3, 5, gerne. Ah, oh, da haben wir schon Essen. Verkehrszeichen über der Straße. Jetzt sollte ich mich links einordnen, wenn ich links abbiegen möchte.
Ja, ich weiß, perfekt gefahren, geht anders. Aber ich mach das ja auch hier nicht perfekt, ne? Ich denke, ist das hier rechts? Spätestens wenn diese Brücke endet, ist dann mit Doppeldeckerbussen da. Thank you.
Dann fahr doch Auto. Was hindert dich, Frau? Hallo. Einmal normal, bitte. Einmal normal, 280. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte bitte, jetzt macht 280. 3. Danke. Jo. Guten Tag. Ja, Tag. Eine Fahrkarte bitte. 280, 3, 5. Ich denke, 100%igen Fahrstil wird es diesmal nicht geben.
Dafür meckern sie zu viel. In der Realität würde ich auch diese Verfrühung abwarten, aber hier im Spiel ist es relativ wurscht. Hallo. Glaube ich, bin hier außerorts. Sieht zumindest verdächtig dann aus.
bin mir nicht sicher, ob das die Haltestelle ist. Denke aber wohl eher nicht. Ah ne, hier ist sie. Hallo.
Augustastraße. Wenn da eh schon keiner kommt, dann nehmen wir uns den Platz. Völlig sinnfreie Ampel. Hallo. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Einmal normal, das macht 2,80. Und die fehlt ist eine Ampel für Rechtsabbieger. Hallo. Ach. Einmal kurz sprechen. Und 1,60. 2, 3, 4, 5. Dankeschön.
einmal normal. 82. Na, super. Ah, doch nicht so super. Doch super. Ja, wie fährst du denn, sag mal, du Depp, du Blöder? Bus ausbremsen ist ungut. Bahnhofstraße, Klingelhof. Leute gibt's hier. Sie stehen da nur so rum, der guter Mann. Na gut, wenn sie nicht mitwollen. Dann kann ich dagegen auch nichts tun. Ich werde sie nicht reintragen, das Finn fällt. Guten Morgen. Moin. Guten Tag. Einen normalen Fahrschein, bitte. Einmal Kind. 1,60.
ne? Morgen. Nix. Zu 80. Einmal normal, bitte. Dankeschön. Oh. Der fällt ja auch gut. Ja, weiß ich, ihr habt das auch gelernt.
So, Endstation Ostschanze. Ah ne, da vorne ist die Haltestelle. Habe ich mich schon mal vertan, glaube ich. So, wunderbar. Sommer einmal zu früh. Ein paar Stationen haben wir übersprungen, das ist okay. Schließen wir es ab. Schaut insofern ganz gut aus. Obwohl. So ganz unangenehm war es den meisten ja nicht. Ja, ist leckerer Betrag hier. So, das war die erste Nachtlinie. Ich denke, eine werden wir noch schaffen. Da hinten dämmert es eh schon wieder. Also es wird schon langsam wieder hell. Ich suche hier halt noch irgendwo. Ach, da ist. Okay. Ja, ich verwechsel ab und zu die Dingens hier, ne? Die Dingensgebrösel, ihr wisst schon. Richtung. Ah, ne, falsche Richtung. Den nehmen wir. Eine spontane Tour. BAT wäre das nächste in der Liste, aber ist so eine große Karte. Das heißt, da, die Nachtlinie nehmen wir anders mal dran. Die N10 mit 45 Minuten. Wir haben jetzt erstmal Baumgarten. Baumgarten haben wir auch lange nicht mehr gefahren. In Baumgarten gibt es jetzt nicht wirklich irgendwelche Nachtlinien. Allerdings nehmen wir halt eine reguläre Linie. Zum Beispiel sowas hier, Messe Freigelände Terminus nach Ikea West Terminus. Ich schätze mal, da, ich weiß nicht, ob da ein langer Bus nötig wird. Fahren wir sicher mit einem langen, auch den haben wir lange nicht mehr Gasse geführt. Na, ah, da haben wir schon das. Ich weiß nicht, ob man da wirklich mit dem Gelenk fahren muss. Ich denke eher nicht. Aber
Gelenk wurde auch lange nicht mehr Gasse geführt, wie gesagt. Und das sind 19 Meter, da gibt es sehr, sehr wenige Repaints für. So, da fahren wir Linie 14 auf Umlauf 1. Ja, gibt eh nur einen Umlauf, das ist egal. Freigelände nach IKEA West, genau das Ding. Die Linie ist die 14. Und die Route ist die 02. Das ist ein bisschen Geräusch. Woher kommt denn die Musik, sag mal? What the fuck? Hab ich gesehen, den Radio eingeschaltet, von dem ich wissen sollte? Ach, vielleicht kommt es da von einem. Ach, das ist ein Rockkonzert auf der Messe. Ah. Mit Corona-Abstandsregeln ist das geil. Hinter mir steht gleich der zweite Bus. Baumgarten, nach Baumgarten Messe, die 14, also quasi Gegenrichtung.
Ja, ihr fahrt gerne mal ineinander, gell? Da ich noch keine Fahrgäste drin habe, ist es in die Hupe, wie ich fahre. Und dieser Schritt will hier auch keiner rein. Also irgendwie ist um die Uhrzeit im Baumgarten relativ wenig los. Aber egal, jetzt habe ich den langen Busch schon mal gefahren, jetzt wollen wir wieder weiterfahren. Oh nein, oh nein. Aber da, wie gesagt, eh keine Fahrgäste. Das ist mir jetzt ziemlich wurscht gerade. Aber was mal, ob sogar der erste Fahrgast kommt. Im Moment fahren wir natürlich ein bisschen sauberer. Aber ich denke, um die Uhrzeit werden hier irgendwie die Gehsteige hochgeklappt, scheinbar. Der pinkelt da. Na super. Lass ihn stören, Junge. Ups. Das war hier der Tisch. Komische Sachen er macht.
Grüße, hier spricht Ihr Busfahrer. Wegen Arbeiten im Bereich Rudersdorfer Gürtel verkehrt dieser Bus nicht über Michael-Gamper-Platz. Fahrgäste mit dem Reiseziel Michael-Gamper-Platz steigen bitte hier in die Linie 31 um. Dankeschön. Das ist so ein geiler Dialekt, Alter. Das ist so ein geiler Dialekt. Alter, Feuer, das ist so ein geiler Dialekt. Wie gesagt, also falsch gelabelt kann hier nicht sein. Das kann man einsteigen, liegt halt einfach nicht daran, weil die Leute nicht einsteigen wollen. Sondern einfach, weil halt keiner da ist. Doch keinen Fahrscheinverkauf und wahrscheinlich auch keine Fahrgastzufriedenheit. Upsala, das sollte ich doch noch mal ein bisschen länger an dieser Station warten. Ein bisschen Verfrühung darf ich haben, aber nicht allzu viel. Nö, also da will keiner mit. Ist auch keiner da. Na, haben wir jetzt den ersten Fahrgast? Höre ich da was? Nein, höre ich natürlich nichts. Der vorne, der will nicht mit. Der verläuft da viel zu langsam. Thank you.
Denn nachts sind die Fahrzeiten sehr, sehr kurz. Die Ampel jetzt nur einsatz. Kaum will man anfangen zu lästern, schon wird's grün. Sollte vielleicht öfter mal anfangen zu lästern. Das ist mir wurscht, ob hier jemand zusteckt oder nicht. Das ist die Haltestelle. Wird dafür bezahlt, wenn ich die Türen aufmache. Also machen wir die Türen auf. Ist halt so. Ach, sie entdecken den Bus. Und ein Fahrgast? Nein, ich dachte schon gerade. Ich dachte schon, ich hätte einen ersten Fahrgast im Bio-Z.
Aber auch das. Ach, da war der Wunsch der Vater des Gedanken. Geht vorbei und schaut nicht rein. Holla hi und holla ho. Und nein, ich habe das Ding hier nicht irgendwie runtergestellt. Das ist der normale Verkehr um die Uhrzeit. Wir haben es in-game halt nur 4 Uhr nachts. Ah nein, die Tachonadel sah aus wie ein rotes Licht. Da war ich ein bisschen irritiert gerade eben. Ich dachte mal, was leuchtet denn rot? Gar nichts falsch gemacht, ja. Was war das denn? Kann der überhaupt richtig blitzen hier? Also die Dinger sind ausgerichtet scheinbar auf den Hochspannungsmasten da. Hätte ich mir einfach ein Ticket einfahren sollen und mich dann nach Betrug beschweren, ha? Mit den Linsen kriegt er keinen Preis, ne? Das ist schon gar kein Raser.
Ja, also eine komplette Strecke, vollständig ohne Passagiere. Na gut. Gibt halt dann keine Fahrgastbewertung. Keine Fahrgäste. Klingt einleuchtend, ne? Überall pünktlich, aber halt leider fahrgastlos. Na gut, schauen wir mal, was das ergeben hat. Ja, 95%, haha. Immer noch 1060, also 1050 mit einer falschen Station wahrscheinlich. Nee. Ja, warum denn nicht? Ja, wie gesagt, das waren quasi zwei Nachttouren bisher. Natürlich kommt die Endkontrolle wie immer nochmal dazu. Auch alles intakt. Bus in die Werkstatt bringen. Hier abstellen. Bitte mal voll tanken. Und zurück ins Depot. So, was hätten wir denn noch so im Angebot? Berlin, wie gesagt, das braucht einen eigenen Tag. Spandau können wir nochmal fahren. Spandau, genau. München ist sehr interessant. Die haben keine Nachtlinien. Die haben überhaupt keine Linien um die Uhrzeit. Da sollte nochmal ganz, ganz dringend jemand ein Linienpack zu machen. Neustadt hat übrigens auch keine Linien. Römerberg hätte Linien. Aber die sind schon unterwegs. Das heißt, da kann man natürlich, es wäre mit Linienpack. Prinzipiell haben sie Linien, nur momentan nicht. Städtedreieck hat Linien in der Nacht, allerdings, das machen wir jetzt heute auch nicht mehr. Mit 71 Minuten wäre es ein bisschen heftig. Wäre eine Rundfahrt. Wenn dann noch einmal kurz Berlin-Spandau, die N30 oder N33, obwohl, das machen wir die beim nächsten Mal. Ich würde sagen, das war es jetzt erst einmal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Anschauen. Das waren jetzt, wie gesagt, zwei Nachtlinien, einmal in Arnhem-Laurensbach updated und einmal in Baumgarten, genau. Beides sind Karten, die hier auch bei der Pirate Lines verfügbar sind. Und ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns, wir hören uns wahrscheinlich beim nächsten Mal oder beim nächsten Stream. Entweder hier oder auf Twitch. Genau, Twitch. Twitch war das Ding, was mir entfallen ist. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns, wir hören uns. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Support und bis dann. Ciao.